Grüßt euch Leute, mein Name ist Jo, herzlich willkommen auf dem Kanal Ende Glück. Heute habe ich den Raum mit selbstgemachter Kalkfarbe fertig gestrichen und da der Raum gerade schön leer ist, weil ich das meiste rausgeräumt habe, möchte ich klarstellen, was ich unter Selbstversorgung verstehe. Denn die allermeisten Leute denken bei Selbstversorgung an einen Garten. Natürlich habe ich auch einen Selbstversorgergarten, aus dem ich Gemüse, Kartoffeln, Bohnen, Erdbeeren und so weiter ernte und betreibe dieses Hobby auch seit vielen Jahren mit großer Hingabe. Man kann schon fast sagen mit Liebe, denn so ein Garten gibt dir wahnsinnig viel, viel mehr als nur den Ertrag. Auch einen tieferen Einblick in viele natürliche Vorgänge und in deinen Platz in dieser Welt. Und da der Raum jetzt für dich leer ist, werde ich die Gelegenheit ergreifen, euch zu zeigen, was ich unter Selbstversorgung verstehe seit mehr als 30 Jahren. Dazu schauen wir uns das Zimmerchen mal gründlich an. Anhand von unserem Speisezimmer im Erdgeschoss kann ich sehr gut verdeutlichen, was ich unter Selbstversorgung verstehe. Und zwar einfach alles, also sämtliche Oberflächen, die ihr hier seht, habe ich hergestellt. Ich habe die Wände verputzt. In der Wand, das ist ein altes Denkmalschutzhaus, sind 400 Kilo Putz, weil teilweise 30 cm tiefe Risse und Löcher waren. Auch der Maueranschluss an die Außenwand war praktisch nicht mehr vorhanden. Ich habe auch diese Decke verputzt. Und heute mit selbstgemachter Kalkfarbe gestrichen. Also die Decke ist was, worauf ich schon beinahe stolz bin. Ist nicht so einfach, über Kopf arbeiten, irgendwas glatt hinzukriegen. Selbstversorgung bedeutet ja eigentlich, alles selbst zu machen. Diese witzige Kommode hier sind eigentlich zwei alte Nachttischchen, Schlafzimmertischchen, die ich in der Mitte zusammengefügt habe vor 25 Jahren. Leider ist der Holzspachtel hier abgeplatzt, weil jemand hingerumpelt ist und hier sieht man den Übergang. Aber die Farbe ist selbst gemischt aus eigenen Pigmenten und deswegen nicht mehr herzustellen. Ich müsste das Ding also komplett neu überarbeiten, habe aber jetzt keine Zeit für so einen Schnickschnack. Dieser orange Boden hier, den habe ich natürlich selbst verlegt. Der ist vollflächig verklebt mit einem faserarmierten Dispersionskleber. Und das ist ein Industrieboden mit unglaublicher Abriebbelastbarkeit. Also der ist unzerstörbar, der Boden. Das sind EPDM-Platten in 3 mm Stärke und komplett massiv durchgefärbt in diesem Farbton. Also wenn du hier Kratzer reinmachst, dann ist nicht oben die Beschichtung weg, sondern da gibt's keine Beschichtung. Das ist einfach massiv komplett. Und den Boden habe ich vor etwa 10 Jahren verlegt, nachdem ich den Estrich selbst repariert habe, der Risse hatte. Die beiden alten Türen sind noch original, die habe ich vor über 30 Jahren komplett abgeschliffen und mit Kunstharzlack gestrichen, der inzwischen natürlich nicht mehr so hübsch ist, aber ja, ich könnte jeden Tag alles Mögliche aufarbeiten. Im Moment keine Zeit dafür,
Das ist der wasserführende Kaminofen ohne Kacheln, den ich an diesen Mauerdurchbruch anschließen werde. Ich baue gerade meine Gaszentralheizung auf eine Holzzentralheizung um mit einem wasserführenden Kaminofen. Dazu gibt es ein paar Videos. Teil 2 kommt demnächst raus. Was ich auch selbst gemacht habe, ist dieser Tisch. Selbstversorgung durch Selbstmachen. Das ist ein Nussbaumtisch. Das Schöne an dem Tisch ist, dass da Bilder drin sind. Da unten in dem Bereich, das sind zum Beispiel meiner Meinung nach zwei Küken, zwei Greifvogeljunge, die sich anschauen, ne, Schnabel, Auge. Direkt drüber ein Schmetterling und da oben ist ein Drachenkopf in der Platte. Auge, Drache. Vier Zentimeter Bohlen und in einem schicken Nature-Look. Die Bohlen hat ein Bauer in einer nahegelegenen Ortschaft angeboten zum Kauf. War recht günstig. 7 oder 8 so 2,50 Meter lange Bohlen in 4 cm Stärke für 200 Euro. Dazu habe ich noch diese Bank gebastelt, also sozusagen Selbstversorgung mit Möbeln. Die Stühle sind gebraucht, gekauft aus einem Gebrauchthandel, altrustikal, Nussbaum-Style. Die beiden Schränke sind ebenfalls gebraucht, gekauft, das sind IKEA-Schränke, wenigstens Massivholz, gute Qualität. Der Ventilator ist vom Recyclinghof. Den hat jemand weggeschmissen, nagelneu verpackt, ohne Flügel. Die Flügel habe ich natürlich selbst gebaut aus Sperrholzplatten. Natürlich sind auch die Lampeneinfassungen selbst gebaut. Aus Akazienholz, die Reste von der Haustür. Zuerst beide Platten aneinander geklebt und dann mit einer Stichsäge rund ausschneiden und die Rundung dann noch mit einem Bandschleifer nachbearbeiten. Und voilà. Selbstversorgung mit Lampen. Die Wände, die Außenwände sind komplett selbst isoliert mit einer vorgesetzten Ständerwandschale, 20 cm Innenisolierung. Die Fensterleibungen sind selbst gebaut aus Eiche, Leimholzplatten. Die Fenster sind natürlich auch selbst eingebaut, vor über 30 Jahren. Das Sofa im 80er Jahre Lederstyle ist vom Recyclinghof für umsonst. Ich war gerade zufällig dort. Da kam jemand rein mit einem Zweier- und einem Dreier-Sofa und meinte, ob ich das brauche. Ich habe gefragt, weil die gut aussahen. Nur das Leder war ein bisschen abgeschabt, stellenweise. Und da nimmt man einfach schwarze Schuhcreme, arbeitet die ein und dann aufpolieren und dann sieht das Ding aus wie neu. Ich bin kein großer Fan von Ledersofas, aber ja, für umsonst ein Echtledersofa. Die Lampe da hinten im Eck, im dazu passenden
80s Style ist ebenfalls vom Recyclinghof. Also der ganze Raum von der Decke, vom Verputzen der Decke über das Anfertigen und Streichen der Kalkfarbe zum Verputzen der Wände, Abschleifen der Türen, Lackieren, Möbel, Bodenbelag, Möbelbau. Ja, es ist eigentlich nichts hier, was nicht irgendwie selbst gemacht ist. Natürlich ist die Funkuhr nicht selbst gemacht. Das kann ich nicht. Und auch das Papier kann ich nicht selber herstellen oder bedrucken. Auch, naja, Tonbrennen, das wäre noch möglich, das wäre noch machbar. Und natürlich kann ich auch die ganzen Spezialwerkzeuge für Rohre löten und so weiter nicht selbst herstellen. Aber alles, was Menschen möglich ist, ist selbst gemacht, inklusive Elektrik und der Zentralheizung. Auch die Zentralheizung ist selbst eingebaut, das ganze Rohrleitungssystem selbst verlegt. Also es gibt in dem ganzen Haus nichts, was nicht irgendwie selbst. In der Küche würde das so weitergehen. Der polygonal verlegte der Bodenbelag aus Sollenhofer Platten ist ebenfalls selbst verlegt. Die habe ich persönlich in Sollenhofen geholt. Witzige Story. Ich bin da hingefahren damals mit meinem alten Passat-Kombi und fahre in der Gegend rum und sehe dann so eine Abraumhalde und ein Werk, die diese Sollenhofer Jura-Kalkplatten herstellen, und fragt dann die Arbeiter, ob ich mir ja so Platten von dem Schutt holen kann. Und die meinten dann, ja, da hinten ist das alte Lager, fahr einfach hinter ins alte Lager, da kannst einladen, was du willst. Und in diesem alten Lager waren wunderbar in Paletten eingestapelt alle möglichen so Platten, wahrscheinlich in nicht gebräuchlichen Formaten, keine Ahnung. Die Jungs haben mich einfach weitergeschickt und ich habe natürlich mein Auto vollgeladen und dann habe ich mit einem Maurermeister, der die erste Hälfte gemacht hat, Sollenhofer Platten polygonal im Mörtelbett verlegt. Wunderschön. Im Moment natürlich ein bisschen dreckig, weil es nicht gekehrt ist. Natürlich ist auch die komplette Einbauküche selbst gebaut, Fenster selber eingebaut und auch die Möbel und sogar die Schubladen. Ja. Sogar diese Schubladen, das sind, man sieht, man kann das weiter ausziehen als normal, weil ich hier von einem Werkzeugschrank so Schwerlastauszüge benutzt habe. Und vorne dran ist es irgendein Exodenholz, das habe ich von einer Fensterrahmenfirma. Mal organisiert. Ich war bei denen und habe ein bisschen containert vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Auch diese Verkleidung hier, das ist, glaube ich, Teakholz oder so, und das da könnte durchaus auch Teakholz sein. Nicht sicher. Damals war ja das noch Standard, dass Fenster, hochwertige Fenster aus Tropenholz sind. Ja, und durch das Gebastel spart man sich natürlich irrsinnige Summen. Maßangefertigte Einbauküche, keine Ahnung, was sowas kostet. Bestimmt zwischen 5 und 10.000 Euro. Die Teppiche, die witzigen, macht meine Frau selber. Ebenso der unterm Tisch ist, den man vorhin gesehen hat. Die Fußwärmer. Auch dieses ziemlich abgefahren aussehende Regal im Dachgeschoss
Ist natürlich selbst gebastelt und zwar aus einem Zwetschgenbaum mit so LED-Hintergrundbeleuchtung. Moment. Jetzt erkennt man das ein bisschen besser mit Bewegungsmelder als Orientierungshilfe. Diese LED-Lampen sind eigentlich von einem PC, also so eine Designbeleuchtung für einen PC, für die Gamer-PCs. Und das Holz hier ist Zwetschgenholz, das ich einfach unbesäumt mit Rinde belassen habe und dann abgeschliffen und lackiert. Ich habe den Baum damals entfernt und einfach den Stamm, während er noch gestanden ist, in Bretter geschnitten mit der Kettensäge. Einfach den stehenden Stamm entastet und der Länge nach dünne Bretter ausgeschnitten und das kam dabei raus. Witzig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das funktioniert. Und obendrauf ist ein unbesäumtes Douglasienholz Abdeckplatte. Dahinter ist der Spülkasten eingebaut. Und die Bemalung ist von unserem äußerst talentierten autistischen Sohn. Der hat hier unten einen gefährlichen Pandamenschen eingemalt und hier eine Schlange. Und das rechts in dem schmalen Fach ist Energie. Im Eingangsbereich hier die Tür, diese massive Holztür, ist selbst gebaut. Ebenso der Rahmen und die Innenwandverkleidung. Und bei der Tür habe ich mir damals was einfallen lassen. Das ist Akazienholz mit einer 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung in knapp 8 cm Stärke mit einer Zwischenlage aus Birke-Leimholzplatten. Also die Tür ist massiv und gelagert ist die in sogenannte Objektbänder. Diese Objektbänder haben pro Stück eine Belastbarkeit von 225 Kilo. Und als besonderen Spaß habe ich mir diese Einhandverriegelung einfallen lassen, die in die Tür eingebaut ist. Und das funktioniert dann so. Wir haben hier zwei massive Baustahlbolzen, die in diesen massiven Balken hineinfahren. Also sollte hier mal irgendwer versuchen, diese Tür gewaltsam aufzubrechen, ne? Zombie-Apokalypse oder irgend sowas, oder ja, dann viel Spaß, wenn diese Bolzen hier ausgefahren sind, dann war's das. Niemand öffnet diese Tür, wie man es immer in diesen Filmen sieht, wenn das Sondereinsatzkommando mit seinem Schwunghammer kommt. Die können sich austoben an dem Ding da. Okay, geile Sache. Wenn du heutzutage eine maßangefertigte Haustür, also in so einer Ausführung, kriegst du das überhaupt nicht, natürlich nicht. Niemand baut so ein aufwendiges Ding. Das muss alles genormt, zack, zack, einbauen, Tageschienen und alles passend. Nur eine Speziallösung. Aber das ist eine maßangefertigte Tür. Die ist nur 1,85 Meter hoch, weil der Türsturz sich nicht höher setzen ließ wegen der Außenfassade. Da war vorher ein Fenster drin. Wenn du so eine Tür anfertigen lässt, dann bist du mit mindestens 5.000 Euro dabei. Eher mehr. Dadurch hat mich die Tür etwa 250 Euro gekostet. Die Tür ist deswegen so günstig, weil alle Teile komplett Schnäppchenteile waren. Das hochqualitative Dom-Zylinderschloss mit 7 Ersatzschlüsseln und Sicherheitskarte zum Nachbestellen der Schlüssel hat
unter 30 Euro gekostet auf eBay. Das gleiche die 3-Punkt-Verriegelung, ich glaube, die war sogar noch günstiger, die hat 10 Euro gekostet. Der Spezialhebel in der Mitte war von irgend so einer Geschäftsauflösung, so Türenbeschläge, genauso wie die kugelgelagerten Objektbänder. Das ganze Zeug, also das ganze Zubehörzeug, die Beschläge, Schloss, Tür, Verriegelung, hat vielleicht 60 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr, das ist ja schon lang her. Und die Scheibe ist eine 13 mm dicke, schlagfeste Plexiglasscheibe, die mal ein ehemaliges Regalsystem war. Aus den anderen Teilen habe ich im Garten, aus dem Regalsystem habe ich im Garten mein Mini-Gewächshaus mit Solarthermie-Bodenheizung gebaut. Da gibt's ein extra Video darüber in meinem Selbstversorger-Garten-Kanal. Ja. Naja, gut. Das da oben ist selber gebastelt, natürlich. Die LED-Strahler in dem Pseudobalken oder die Lampe da, auch ganz witzig. Die Lebensbaum-LED-Lampe über dem Durchgang. 5 LED-Lampen für 5 Familienmitglieder. Jo, und an diesem Platz hier kommt dann das der wasserführende Kaminofen. Und hier draußen im Hinterhof haben wir den Pufferspeicher in einer zusätzlichen Isolierschale. Natürlich mit der Originalisolierung und zahlreichen gebastelten Leitungen. Da ist die Grundfos Alpha 2, da ist die Laing 12 Volt Pumpe für den Solarbetrieb, für den Solarkollektor. Da unten ist ein Motorventil und so weiter. Viel Spaß. Und hier die Durchführung unterirdisch ins Haus. Weil kein anderer Platz vorhanden ist. Ja, Selbstversorgung mit allem. Hier das letztes Jahr zusätzlich isolierte Lichtwellplattendach mit einem Wärmedämmwert von 1,6 inzwischen, beziehungsweise da, wo es nochmal isoliert ist, hat es 1,2. Im Badezimmer setzt sich das genauso fort, alles selber gemacht. Wanne selbst eingebaut, Duschkabine, diese Speicherplatz-Kombi, das Regal in Nussbaumoptik selber gebaut, der Schmuggespiegel mit einem Rest von der Tischplatte im Nature-Look, Nussbaum-Style. Das Waschbecken ist natürlich selber eingebaut, die Wasserleitungen, die Armatur, das Unterschränkchen, ja, genau, die schicke 3D-Nussbaumverkleidung inklusive Hintergrundbeleuchtung. Hinter der Nussbaumverkleidung sind dann noch 10 cm zusätzliche Außenwandisolierung, weil dahinter die Außenwand ist. Ja, die Fliesen sind natürlich ebenfalls selbst verlegt. Die Herausforderung bei den Fliesen ist nicht das Fliesen selbst, sondern einen absolut planebenen Untergrund zu erzeugen. Und das alte Tonnengewölbe ist natürlich auch selber ausgebessert und mit eigener Kalkfarbe gestrichen. Und ja, also egal, wo man hier in diesem Haus mal hinschaut. Sicherlich fragt sich jetzt der ein oder andere, ja, wo nimmt er denn die ganze Zeit dafür her? Ja, ganz einfach. Ich arbeite nur halbtags, habe aber mein ganzes Leben lang praktisch keine einzige Handwerkerrechnung gehabt. Zweimal wegen einem Elektronotfall. Da waren die Hausanschlusssicherungen auszutauschen, die FH. Die kann man nicht selber oder darf man nicht selber austauschen. Und ja, einmal um die Gastherme anzuschließen,
Auch das muss von einem Fachbetrieb gemacht werden, sonst nimmt's dein Schornsteinfeger nicht ab. Keine Ahnung, was so ein Naturholztisch Nussbaum kosten würde. Wahrscheinlich nicht unter 3000 Euro. Naja, und wenn man nur ein durchschnittliches Gehalt hat, dann ist sowas eigentlich unbezahlbar. Genauso wie alle anderen Arbeiten. Wenn jemand diese maßangefertigten Fensterleibungen beim Schreiner machen lassen würde, ach du grüne Neune. Außerdem würden die das gar nicht so machen. Die würden wieder irgendwas Genormtes nehmen und dadurch hätte ich einen viel schlechteren Lichteinfall, denn die Platten sind optimal an die ursprüngliche Sandsteinmauer angepasst. Und wer auch Bock drauf hat, sehr viele handwerkliche Dinge selbst zu tun, dem empfehle ich, kauft euch Fachbücher. Ich meine damit nicht, irgendwelche YouTube-Heiner anzuschauen. Das ist sehr häufig totaler Müll, was mich immer stinksauer macht, weil die erzählen den Leuten auf sehr sympathische Art und Weise die wildesten Geschichten, haben aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und deswegen empfehle ich, kauft euch Fachbücher. Ich habe mir damals mehrere Bücher zum Thema Elektrik gekauft, in der Fachbücherei nachgefragt, nach eben den Büchern, die Elektriker in der Ausbildung benutzen. Und ähnlich habe ich es mit allen sanierungstechnischen Sachen gemacht. Ich habe mir das Buch Der Altbau von Rau Braune gekauft. Das ist inzwischen ein Klassiker, geschrieben von Architekten, die auf Denkmalsanierung spezialisiert sind. Das teuerste Buch meines Lebens hat damals 168 Mark gekostet. Aber wenn du jetzt den Betrag verdoppelst und nochmal drei Nullen dranhängst, dann weißt du, was ich inzwischen etwa eingespart habe durch dieses Wissen, das ich mir einfach aus Fachbüchern angeeignet habe und eben auch Learning by Doing. Immer die Augen aufhalten, wenn du auf einer Baustelle bist. Du kannst so viel lernen und so viel selbst machen. Du musst es nur tun. Denn die Leute, die sagen, oh, das kann ich nicht, oh, das kann ich nicht. Elektrik, oh mein Gott, und da sind die Finger davon. Klar, das sind dann die Leute, die sich mit Handwerkerrechnungen dumm und dämlich zahlen, ihr ganzes Leben bis über die Ohren verschuldet sind oder sich halt überhaupt nichts leisten können, auch niemals eine Eigentumswohnung oder Eigenheim besitzen werden. Aber das liegt nicht daran, dass das nicht möglich ist. Das liegt an dir selbst. Ob du einfach den Willen hast, zu lernen, was jeder andere auch lernen kann. Und meine grundlegende Idee im Alter von, unter 20 war, ich habe genau die gleiche Ausstattung wie der Malermeister sowieso, der Elektromeister sowieso, der Maurermeister dies und das. Denn ich habe zwei Hände, zwei Augen, einen Kopf, mit einem Großhirn, das ich sogar hin und wieder benutze. Und damit habe ich genau die Ausstattung, die all die anderen auch haben, die dies und das und jenes lernen, was mich zu der logischen Schlussfolgerung bringt, dass ich das auch lernen kann. Ich muss es nur wollen. Aber gut, lernen und sich Fähigkeiten aneignen, erfordert Energie, aber das Selbstvertrauen und die Selbstbestätigung, die du daraus gewinnst, und schließlich auch der finanzielle Effekt, die Einsparung, die du damit erzielst, steht in keinem Verhältnis zum Aufwand des Lernens.
Naja, ich könnte noch 2 Stunden über das Thema reden, aber das würde den Rahmen völlig sprengen. Also beenden wir den Vortrag für heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, Lernen und selber machen. Bis demnächst auf dem Kanal Anbeglück. Jo sagt Tschüss, haltet die Ohren steif und man sieht sich. Bye bye.